Wenn Menschen zu ihrem Arzt in die Praxis kommen, dann bringen sie oftmals eine Krankheit mit, die dieser Mediziner während seines Studiums überhaupt nicht lernen konnte. Das zumindest ist die langjährige Erfahrung von Dr. Dietrich Klinghardt. Dietrich, du bist in Berlin geboren, lebst seit langen Jahren in Amerika, hast dort mit 7 Kollegen eine große Gemeinschaftspraxis in Seattle. Was sind deine Erfahrungen mit den Krankheiten, mit denen ihr konfrontiert werdet? Seit meinem Medizinstudium haben die Krankheiten, die Patienten zu uns bringen, sich sehr verändert. In meinem Studium hatten wir keine einzige Vorlesung über chronische Müdigkeit, über Fibromyalgie, über diese Lustlosigkeit, über die sich Leute heute beklagen. Und wir mussten Wege finden, damit umzugehen. Jetzt weiß ich, Ärzte haben auch Fortbildungen, wo vielleicht doch hier und da einiges angesprochen wird. Und aber die ganze Alternativmedizin hat sich entwickelt auf diesem Hintergrund, dass die Schulmedizin doch ein relativ starres Gebäude ist, das Schwierigkeiten hat, mit der Zeit zu gehen. Und in der Alternativmedizin haben sich neue Wege erschlossen, Leute zu diagnostizieren und zu behandeln, die mit der Zeit gegangen sind, weil sie eben kein starres System ist, sondern getragen wird von einzelnen Behandlern, die in der Praxis stehen und heute mit der Erkrankung von einem Patienten umgehen müssen, nicht basierend auf irgendeinem theoretischen Modell, sondern wie kann ich es diesem Menschen helfen. Du nennst dich oder bezeichnest dich als esoterischen Umweltmediziner. Ja. Welches Modell hast du entwickelt, um hier auf andere Art und Weise den Patienten helfen zu können? Mhm. Ich bin jetzt 40 Jahre Praktiker und habe viel gesehen. Und um zu verstehen, die Krankheitseinflüsse und die Ursachen, die Krankheiten verursachen, musste ich irgendwie innerlich zurechtkommen und habe ein altes Modell aus der Yoga-Lehre adoptiert, die 5 Ebenen des Heilens. Und ich beschreibe es mal kurz. Also jeder von uns hat den physischen Körper. Und da gelten die Gesetze der Biochemie, aber auch der Statik, der Architektur. Wir haben Knochengerüst, aber auch die Biochemie, die Genetik spielt hier eine Rolle. Die ganze Schulmedizin im Grunde genommen? Die ganze Schulmedizin gehört auf diese Ebene fast ausschließlich. Und alle Medikamente, die verordnet werden, sind Versuche, die Biochemie zu korrigieren oder zu modulieren. Auch alle Nahrungsergänzungsmittel wie Vitamine und so weiter auch? Ja, Vitamine gehören ja her, die ganze Kräuterheilkunde, vielleicht sogar die niederpotente Homöopathie, Anwendungen aus der Physiotherapie, chirurgische Maßnahmen. Es gehört alles auf die physische Ebene, hat zu tun mit dem physischen Körper. Aber es gibt eine Ebene jenseits, die uns krank machen auf dieser Ebene, kommen zum großen Teil von Traumata, wenn jemand einen Unfall hat, und auf der anderen Seite durch toxische Umwelteinflüsse. Falsche Ernährung, Gifte, die mit der Ernährung aufgenommen werden, Gifte, die eingeatmet werden, Gifte im Trinkwasser, Gifte in den Zahnfüllungen und so weiter. Die nächste Ebene, die nicht identisch ist mit dem physischen Körper, ist der Energiekörper, der größer ist als der physische Körper und den Kräften der Physik folgt. Wir haben ein sehr starkes elektromagnetisches Feld, vor allen Dingen über dem Herzen, aber auch über dem Gehirn. Und wir haben Ströme, die im Körper verlaufen, mikroskopisch klein, aber deutlich messbar. Aber es gibt auch die anderen Kräfte der Physik, die Strong Force und Weak Force heißt es in der Physik, die sich ausspielen und ausagieren in uns. Krankmachende Einflüsse auf dieser Ebene. Es ist vor allen Dingen die Mikrowellenbelastung vom Handysendefunk, vom Radar, von den WLAN-Anlagen, die Leute zu Hause haben, die schnurlose Telefon. Es sind enorme Belastungen, die die elektrischen Größen in unseren Zellen und unserem Nervensystem verändern können und krankmachend wirken. Das ist ja jetzt doppelt schwierig, weil zum einen kann dieses Feld nicht
jeder sehen oder nicht fühlen, obwohl es viele auch fühlen können. Und diese WLAN-Geschichten und Elektrosmog-Geschichten sind auch nicht sichtbar. Also wir haben ja hier eine doppelte Unsichtbarkeit und trotzdem müssen wir die berücksichtigen. Ja, das Gleiche gilt natürlich für die Umweltgifte, die wir auch nicht sehen oder schmecken können. Das gleiche Problem haben wir mit den radioaktiven Wellen, oder, die wir nicht sehen und hören können, die uns trotzdem schädigen. Therapeutisch machen wir sehr viel auf dieser Ebene. Wir schützen Leute vor diesen Einflüssen und wir haben verschiedene Techniken aus dem Bereich der Akupunktur zum großen Teil. Wir beklopfen Akupunkturpunkte, wir machen Neuraltherapie, indem wir Narben behandeln, Ganglien behandeln. Also eine ganze Reihe von Aktionen gehören hierher. Wir haben Akupunkturpunkte am Körper und die können wir mit Klopfen stimulieren. Was passiert dabei? Wir kombinieren in unserer Methode immer das Klopfen mit Tönen, mit Ton machen. Das aktiviert das parasympathische Nervensystem und mit einer inneren mentalen Hinwendung an etwas, was stressvoll ist. Und diese Kombination von Ton, Klopfen des Akupunkturpunktes und der inneren Hinwendung führt fast immer zu einer Auflösung der Problematik, die dahinter steht. Magst du das mal demonstrieren? Ich demonstriere mal. Also es sieht so aus, wir klopfen immer mit allen fünf Fingern und klopfen in einem Walzerrhythmus. Das Schöne ist ja, wenn man die Reihenfolge dann mal begriffen hat, kann man es selber machen. Das kann man selber machen, in jeder stressvollen Situation, aber auch wenn alte stressvolle Erlebnisse an die Oberfläche kommen, im Denken oder im täglichen Leben, irgendwas Schmerzhaftes hochkommt, was in die Vergangenheit gehört, kann ich sofort innehalten, wende mich innerlich dahin an die Bilder, die da sind, klopfe, mache einen Ton. Und zwei, drei Durchgänge und das Thema kommt nie wieder. Also sei es Liebeskummer, Ärger mit dem Chef oder was auch immer passiert sein kann. Und muss der Ton jetzt ein bestimmter Ton sein? Muss der aus der bestimmten Region kommen oder geht es nur darum, dass es tönt? Wir machen den Ton so, dass der aus der Region kommt, wo man die Spannung spürt, die mit dem Ereignis zu tun hat. Also es kann oft Magengegend. Ja, oder das Becken sogar. Becken. Oder das linke Knie. Eine große Fußzehe, ja, dass man sich vorstellt, dass der Ton, wenn dieser Körperteil einen Ton machen könnte, wie wird er sich anhören? Aber immer mit offenem Mund. Ja, wir unterscheiden zwischen Tönen und Summen. Summen ist mit geschlossenen Lippen, das ist wesentlich weniger Effekt und Tönen mit offenem Mund. Brauchen die Patienten lange, bis sie so etwas als Möglichkeit akzeptieren? Also wenn ich mit Coaching-Klienten arbeite und das sind hochrangige Manager, dann gucken die mich manchmal an und denken, die Kleine spinnt. Sagen die manchmal, der Dietrich spinnt oder sagen die, oha? Die Patienten, die zu mir kommen, der Durchschnittspatient hat mehr als 23 andere Behandler vor mir gesehen, eigentlich die Unikliniken und alles und ist am Ende und hoffnungsvoll. Und meine Patienten, wenn sie an dieser Stelle sind, machen allgemein alles, was ich ihnen sage. Religiös und ganz genau, besser als ich es machen würde. Toll, wunderbar. Und jetzt hast du noch eine zweite Methode, die sozusagen unser Gehirn in Schwung bringt. Ja, das ist eine alte Yoga-Übung, die von der Uni in Los Angeles von Freunden von mir untersucht wurde mit PET-Scans, also mit sehr komplizierten medizinischen Untersuchungen, wo man zeigen konnte, dass sich viele Funktionen im Gehirn enorm verbessern, wenn man diese Übung 3 Minuten pro Tag macht. Einmal am Tag. Einmal für 3 Minuten. Aber für längere Zeit. Und da gibt es enorme Verbesserungen. Es sieht so aus. Das heißt Super Brain Yoga. Super Brain Yoga. Da bewegen wir uns auch? Ja. Okay. Die Hände halten die Ohrläppchen, sodass die Daumen vorne sind. Die Daumen nach vorne zeigen. Und dann gibt es tiefe Kniebeugen. Wobei beim Runtergehen eingeatmet wird und beim Hochgehen ausgeatmet. Das sieht so aus.
Du gehst nicht so tief. Muss man mit Pumps die vielleicht nur 2 Minuten machen? Selbst 30 Sekunden wirken schon tief. Ja. Aber so für den vollen Effekt, wenn Leute Kurzzeitgedächtnisverlust haben, wie viele von den Patienten jetzt, oder einfache Denkstörungen, Wortfindungsstörungen, oder am Computer werden immer beim Schreiben Worte verwechselt oder Buchstaben verwechselt, oder man will rechts abbiegen, biegt aber links ab. So diese kleineren Dinge, da reichen 30 Sekunden pro Tag. Mhm. Aber so die großen Problematiken im Gehirn, Parkinson, MS, bei den Kindern, die so aus dem Autismus rauskommen und schon einfache Anordnungen folgen können, ist das eine enorme Methode, die Heilung vom Gehirn zu beschleunigen. Dann sind es 3 Minuten am Tag. Und die mit Stoppuhr. Und die kann man ja auch heimlich machen, im Büro machen. Man zieht sich zurück, meinetwegen in den Waschraum, und macht diese Übung. Ich mache das sehr häufig nach bestimmten Patienten. Es gibt immer wieder Patienten, die, wo ich einen großen Energieverlust habe, wo ich hinterher denke, oh, irgendwas ist nicht ganz in Ordnung. Dann gehe ich auf die Toilette, mache meine Übung, 30 Sekunden und bin wieder fit. Wunderbar. Aber es gibt eine Ebene jenseits davon, die nennen wir den Mentalkörper. Das ist die dritte Ebene jetzt? Die dritte Ebene. Mhm. Der Mentalkörper ist der Teil von uns, wo alle Erinnerungen, die wir von Konzeption bis heute hatten, alle Lernerfahrungen abgespeichert werden. Also das Bewusste wie Unbewusste auch. Und das Unbewusste ist ja wesentlich umfangreicher. Ja. Und diesen Teil nennen wir den Mentalkörper. Das ist also nicht der bewusste Verstand, das ist Teil davon, ein kleiner Teil davon. Aber es gehören alle Größen rein, die wir Unterbewusstes, Überbewusstes, Zwischenkörper, es gibt verschiedene Ausdrücke dafür. Dieser Teil ist nicht im Gehirn, wie viele Leute fälschlicherweise annehmen, sondern ist ein Teil, der hat zu tun mit dem Lichtkörper, mit den Biophotonen, Abstrahlungen und physikalischen Größen, die miteinander sich überkreuzen und überschneiden und Einflüsse haben aufeinander und uns die Fähigkeit geben, lückenlose Erinnerungen zu speichern. Krankmachende Einflüsse auf dieser Ebene sind Traumata, unerlöste Konflikte, aber auch die mentalen Einflüsse aus dem Umfeld, schlechte Filme, Ereignisse, die wir beobachten, die hässlich sind oder schmerzhaft, oder wenn wir sehen, dass jemand zusammen verprügelt, zum Beispiel verprügelt wird, und wir müssen zuschauen und haben keine Möglichkeit, es zu verhindern. Diese Einflüsse bleiben hängen in unserem Feld und wirken krankmachend später im Leben. Gilt es auch für Nachrichtensendungen, die ja fast ausschließlich zeigen, dass Krieg ist, dass Hunger herrscht, dass also Missstände da sind, Verletzungen, Vergewaltigungen, also alles das, was uns wahnsinnig angreift. Und damit werden wir ja im Grunde genommen vom Aufstehen, bis wir ins Bett gehen, stündlich versorgt. Es gibt sogar einen Ausdruck in der Psychotherapie dafür, das ist das indirekte Trauma. Ja, wir werden also häufig traumatisiert, indem wir einfach harmlos, scheinbar harmlos zuschauen beim Fernsehapparat, wie schlimme Dinge passieren. Es bleibt in unserer Erinnerung hängen und hat oft krankmachende Auswirkungen. Auf dieser Ebene, auf der dritten Ebene, ist alles zu Hause, was zur Psychotherapie gehört, aber auch die Homöopathie ist hier zu Hause. Dann kommen wir zur vierten. Die vierte Ebene ist die transpersonale Ebene. Das heißt, es ist eine Ebene, die wirklich außerhalb von dem persönlichen Raum und der persönlichen Zeit existiert. Es sind Einflüsse hier aus dem Familiensystem, Traumata, ungelöste Konflikte aus der Familie. Wenn zum Beispiel eine Erbschaft nicht richtig verteilt wurde vor 2 Generationen und heute ist noch Leiden in der Familie deshalb da. Oder wenn jemand ermordet worden ist oder jemand tätig, wo er als Täter identifiziert werden kann in der Familie, hat es oft schlimme Auswirkungen auf die Nachkommen. Aber es gibt hier auch andere Einflüsse, die mehr dunklen Einflüsse wie Besetzung, Fluch, Vorleben
und Dinge aus der intrauterinen Zeit, die mit dem bewussten Verstand nicht ansteuerbar sind, sind oft noch in Kontakt mit anderen Welten, anderen Realitäten, die Einflüsse haben auf uns. Das ist für viele Menschen, glaube ich, ganz, ganz schwer überhaupt zu akzeptieren, dass es Bereiche gibt, die auf sie Zugriff haben, die ich nicht selber steuern kann, wo ich also nicht dadurch, dass ich anders denke oder anders handle, mich anders ernähre, mich besser bewege, wirklich etwas verändern kann dann an der Krankheit, die mich ereilt. Als Wissenschaftler habe ich ursprünglich auch nicht daran geglaubt, dass es diese Ebene gibt oder geben kann, musste aber lernen durch die Beobachtung bei Patienten, wenn wir mit unseren therapeutischen Mitteln ans Ende kamen und sich diese Welt geöffnet hat und ich dann gesehen habe, dass hier sehr viel Heilung geschehen kann für Patienten, musste ich einfach mein Glaubenssystem ändern und das mit einschließen, dass es diese Welt gibt, die durchaus Einflüsse hat auf die lebende Welt und auf die physische Welt. Und wenn sie berücksichtigt wird und geachtet wird und wir die Regeln lernen, nach denen diese Welt funktioniert, dann können wir hier therapeutisch mitarbeiten, mit großen und schönen Erfolgen. Und die fünfte Ebene wäre die göttliche Ebene. Die fünfte Ebene ist die Art, wie Gott durch uns wirkt. Und die ist für jeden sehr individuell und sehr privat und für mich nie Schauplatz des therapeutischen Geschehens. Ich habe die starke Einstellung hier, dass kein Therapeut hier sich verirren sollte, um versuchen, irgendwie korrektiv beim Patienten einzugreifen. Wenn du auf diesen vier Ebenen agierst, dann bist du ja dabei, nicht die Symptome nur zu behandeln, sondern du willst ja an die Ursachen ran, die eben auf sehr vielen verschiedenen Ebenen möglicherweise auch parallel verursacht werden. Wenn jetzt jemand kommt mit diesem Burnout-Syndrom zum Beispiel, was ja mit Erschöpfung und Müdigkeit, Lustlosigkeit, vielleicht auch Traurigkeit einhergeht, wie beginnst du dann deine Arbeit mit diesem Patienten? Also erstmal, Burnout ist für mich so der Sammeltopf, wo die ganzen Erkrankungen enthalten sind, wo die Schulmedizin keine Möglichkeiten hat, zu diagnostizieren oder zu handeln. Und es wird dann abgeschoben in diesen psychologischen oder sogar psychiatrischen Bereich mit relativ sparsamen oder wenigen Erfolgen, weil eben die Ursachen nicht berücksichtigt werden. Für uns, wenn jemand zu uns kommt mit dieser Diagnose, suchen wir sorgfältig auf jeder der unteren vier Ebenen, wo die größten Einflüsse sind und versuchen, die zu reduzieren. Ja, wir entgiften Patienten, wir kümmern uns um die Lebensmittelallergien. Zum Beispiel raten wir Leuten aufzuhören, Gluten zu essen, wenn das entsprechend nachgewiesen wird, die Empfindlichkeit. Wir machen eine sehr starke und strenge Elektrosmog-Hygiene am Arbeitsplatz und am Schlafplatz, indem wir physikalisch die Wohnung reparieren und umbauen, mit einfachen Maßnahmen. Wir machen eine mentale Hygiene, das heißt, ein Patient erstellt eine Liste von Traumata, die er ertragen hat im Leben und schauen, wo wir korrektiv was tun müssen und haben relativ zügige, schnelle Therapien. Ich nenne es Mentalfeldtherapie, weil es eben um diese mentale Ebene geht und haben hier einfache Techniken entwickelt oder mitentwickelt. Wir benutzen auch viel Material von anderen Schulen. Und auf der vierten Ebene benutze ich sehr gerne die Aufstellungsarbeit von Bert Hellinger, um zu schauen, welche unsichtbaren Einflüsse auf dieser Ebene wirken auf den Patienten und auf seine Gesundheit. Und durch diese diagnostische Schiene, die wir da haben, die sehr breit angelegt ist, finden wir oft die großen Störfaktoren im Leben von Patienten und können den Patienten wieder zurückführen in Richtung Gesundheit. Durch einfache und sehr gezielte Maßnahmen auf diesen verschiedenen Ebenen. Welche Rolle spielen die Toxine? Also die Umweltverschmutzung wird immer dramatischer. Wir bekommen das nicht unbedingt, wenn wir uns nicht wirklich sehr dafür interessieren, wirklich mit, weil die Berichterstattung darüber ist relativ vorsichtig. Hast du viele Patienten, die genau da
ein großes Problem mit haben? Ja, der größte Stress auch beim Burnout ist die innere Zunahme von Toxinen, die meistens industrieller Natur sind. Also wir finden immer verstärkt in Patienten, früher war es Quecksilber und Blei, das hat heute eine geringere Rolle, einen geringeren Anteil. Wir finden viel Insektizide, Pestizide in Patienten, da wird der Spiegel immer höher. Und diese haben kollektiv einen neurotoxischen Effekt. Das heißt, sie zerstören permanent oft Anteile unseres Nervensystems, haben aber auch karzinogenen Charakter, das heißt, sie sind beteiligt am Krebsgeschehen. Und das vielleicht schwerste Gift in den letzten paar Jahren, das wir bei jedem Patienten finden, sind nanonisierte Aluminiumteilchen, die wir einatmen, die in der Luft immer konzentrierter werden, die entzündlichen Charakter haben, die unsere Gefäße kaputt machen und Nervengifte sind. Und wenn wir das erkennen und aggressiv vorgehen und die Körper entgiften, verschwinden ganz, ganz viele Krankheitssymptome oder verbessern sich zumindest. Und viele Erkrankungen, die als chronisch, progressiv, degenerativ galten, sind doch heilbar und angehbar und können mit relativ wenig Aufwand wieder saniert werden. Kinder sind besonders empfindsam, was diese Vergiftung angeht, weil der Körper einfach noch alles aufnimmt. Hast du viele Kinder, die zu dir kommen? Ja, ein Drittel meiner Praxis ist die Arbeit mit autistischen Kindern oder genauer gesagt Kinder, die eine Diagnose haben, dass sie eine Erkrankung haben aus dem autistischen Formenkreis. Und wir wissen von guten Mathematikern, dass im Moment beobachtet wird, dass die Zahl der Kinder, die geboren wird, die später als autistisch diagnostiziert werden, verdoppelt sich alle 5 Jahre. Und das ist sehr besorgniserregend, weil man kann statistisch aber sehen, dass im Jahr 2025 es höchstwahrscheinlich keine normalen Kinder mehr geben wird. Und ich fände das enorm alarmierend und bin erstaunt über die verhaltene oder passive Reaktion der Gesundheitsorganisationen zu diesem Thema. Die Lehrer wissen das, sie sehen, dass die Schüler, die sie haben, immer auffälliger werden, immer mehr prozentual, immer mehr Schüler auffälliger werden. Es gibt immer weniger Kinder, die keine Diagnose haben, die einfach normal, gesund und unauffällig sind. Man geht heute davon aus, also meine Mutter war Lehrerin und sie spricht mit den verschiedenen Lehrergremien und Kollegen. Und in Fachkreisen ist bekannt, dass heute nur noch 1 von 4 Kindern völlig unauffällig ist, keine Diagnose hat, weder medizinisch noch psychologisch noch psychiatrisch und unauffällig ist in der Schule. Das ist ein Horrorszenario, das wir jetzt eigentlich schon haben. Ja, der Horror ist jetzt eigentlich schon hier. Das ist wie ein Güterzug, der mit voller Geschwindigkeit Richtung Abgrund läuft und die Medien schweigen dazu. Ich beobachte, dass unsere Politiker gar nicht mehr frei sind, das zu sagen, was sie fühlen und was sie denken, weil sie unter großem Druck sind, finanzieller Art. Kein Politiker kann heute mehr existieren ohne Gelder von den verschiedenen Privatfirmen, von der Großindustrie zu bekommen und mitzuverwalten. Das geschieht über die Lobbyisten, die Politiker beraten. Und Politiker kriegen gar nicht mehr die Informationen, die sie brauchen, wie ernst die Lage an der Front wirklich ist. Also ich kann es einfach sagen, oder ich bin 2008 gewählt worden als der führende Arzt in der integrativen Medizin weltweit. Und man sollte denken, oder dass Politiker auf mich zukommen und sagen, ja, als führender Arzt in der Welt, in einem doch großen Fachgebiet, wollen wir deinen Rat mal holen, wo sind die Probleme, was gibt's? Aber wir haben das angeboten und das Angebot wurde vielfach abgelehnt. Das heißt, Politiker werden einseitig beraten und kriegen nicht die Information, was an der Basis los ist. Ich weiß von meiner Mutter als Lehrerin, oder sie ist jetzt 88 Jahre alt und hat lange im Schuldienst gedient und kein Politiker hat jemals gefragt, wie sieht es dann an der Front aus, oder? Und
Daraus ergeben sich Gesetzgebungen und ein Nicht-Umwandeln der Wissenschaft in politische Aktion, der bedrohlich geworden ist und bedenklich geworden ist und uns allen Sorgen macht, wo wir wissen, dass wir jetzt die Bevölkerung informieren müssen. Oder? Denn der Politiker braucht zwei Dinge, er braucht Geld, aber er braucht auch die Wahlstimme. Ja, das ist ein Dilemma, in dem er sich befindet. Ein anderes Dilemma sehe ich auch. Du hast deine Mutter erwähnt und Lehrer. Und du als Therapeut, Arzt und auch Lehrer bist ja in der Situation, immer sehr, sehr viel zu geben. Und wenn das nicht im Gleichgewicht ist, das Geben und Nehmen, dann bist du irgendwann auch auf diesen Ebenen unterwegs und musst schauen, wie du wieder sozusagen in eine Balance kommst. Wie schaffst du das? Ja. Der Ausgleich von Geben und Nehmen ist sehr, sehr wichtig. Und gerade beim Burnout, du hast den Burnout erwähnt vorher, ist es so, dass wenn jemand über längere Zeit mehr gibt als nimmt, führt es auch zu Erschöpfung, unabhängig von den anderen Faktoren, die wir besprochen haben. Und für uns Therapeuten ist das ein wichtiges Thema, weil in der therapeutischen Arbeit sind wir aufgefordert zu geben. Und wenn ein Patient vor uns sitzt, dann ist die Richtung vom Energiefluss relativ klar. Es geht von dem Behandler zu dem Patienten. Oder der Patient zahlt ja dafür, dass er was bekommt. Und für die Behandler ist es unglaublich wichtig, am Wochenende, in den Ferien, am Ende jedes Arbeitstages Dingen nachzugehen, wo die Energie zurückkommt. Und es wird immer schwieriger, in einer toxischen Umwelt in den Wald zu gehen, wenn der Regen selber Aluminium enthält und toxisch ist, ist nicht mehr so aufladend, wie es mal war. Oder verschmutzte Flüsse und Seen, da kann ich auch nicht mehr drin baden. Die Seen, die nicht nur verschmutzt sind, sondern auch jetzt wesentliche Parasiten in sich haben. Es wird immer schwieriger für uns auch, diesen Platz zu finden. Und viele von uns haben so unseren kleinen Tempel zu Hause, wo wir versuchen, direkt mit dem göttlichen Kontakt aufzunehmen, um da unsere Energie wieder zurückzubekommen. Aber auch von anderen Menschen die Energie zu bekommen, wird immer schwieriger, weil die anderen auch erschöpft sind. Und jeder versucht, vom anderen zu nehmen, immer mehr. Und es gibt immer weniger Leute, die ein Übermaß an Energie haben. Und junge Leute schon noch. Ja, aber es wird die Kranken, die ich sehe, werden immer jünger. Ja, früher war es so, jemand mit einer chronischen Erschöpfung, der war wenigstens mal 55, 60 Jahre alt. Heute sehen wir 12- und 15-Jährige, die schon chronisch erschöpft sind. Und es wird also für uns auch immer schwieriger, diesen Platz und Aktivitäten zu finden, die unsere Energie wieder hochheben. Was kannst du Menschen raten, die das Gespräch jetzt auch sich anhören, das wir führen, und die plötzlich denken, okay, ich muss vielleicht doch mal etwas für mich tun, auch bevor ich das Gefühl habe, ich bin völlig erschöpft, ermüdet oder habe Infektionen? Was können wir tun? Also ich würde natürlich empfehlen, wir haben natürlich über unsere Internetseite informieren wir Leute. Es ist unser Institut für Neurobiologie nach Klinghardt, INK. Einmal propagieren wir natürlich eine wissenschaftlich fundierte, saubere Lebensweise. Ja, es fängt immer an mit dem Schlaf. Der Schlafplatz muss stimmen. Um den Schlafplatz schlaffähig zu machen, ist es wichtig, dass die elektromagnetischen Einflüsse minimiert werden. Ja, dazu gehört nachts die Sicherung rausstellen. Keine WLAN-Anlage, kein schnurloses Telefon, das ist so Minimalanforderung. Was die Diät angeht, ist es wichtig, dass jede Person rausfindet, welche Lebensmittel gut für sie sind und welche nicht. Und da gibt es verschiedene Methoden, hin bis zum schulmedizinischen Allergietest. Aber es gibt auch selbst Testmethoden, die einfach so aussehen, ich esse was und gucke, wie es mir hinterher geht. Werde ich müde nach dem Essen, habe ich was gegessen, worauf ich allergisch bin oder wo Unverträglichkeiten da sind. Also wir haben einfach eine vernünftige Lebensweise, ergibt sich daraus, dass man einfach auch beobachtet, was tut einem gut, was tut nicht gut. Für die Sanierung auf der dritten Ebene, der Mentalkörper, ist es wichtig, einen Behandler zu haben. Man kann Psychotherapie bei sich selber bedingt machen, das ist möglich, aber es braucht auch immer
das Auge des anderen für bestimmte Themen. Wir haben eine Klopfmethode mitentwickelt und verfeinert, Mentalfeldtherapie, die wir Leute als Selbsthilfemethode beibringen. Und auf der vierten Ebene, jeder von unseren Patienten wird angehalten, Familienaufstellungsseminare zu besuchen bei guten Behandlern, um ein bisschen die eigene Familie, den Stammbaum zu sanieren, um die Einflüsse, die von hinten kommen, zu erkennen und zu korrigieren. Und da auch eine Unabhängigkeit dann zu bekommen von Einflüssen, die ich sonst nicht beeinflussen kann selber. Ja, ja. Alles im Einklang mit der Natur ist deine Haltung oder auch die deiner Kollegen in Seattle. Wie würdest du das zusammenfassen, was dahinter steckt, alles im Einklang mit der Natur? Wir gehen davon aus, dass wir alle Teil von der Erde sind. Und solange wir die Gesetzmäßigkeiten der Erde achten und erkennen und unser Leben zurückführen, dichter an die Erde heran und weiter weg von der technologischen Entwicklung, dann geschieht Gesundheit ganz von alleine. Die größten Hindernisse im Moment ist diese enorme Zunahme der Umwelttoxine, der Umweltvergiftung, und da brauchen wir Hilfe. Wir benutzen Natursubstanzen, Algen, Chlorella, Koriander, Löwenzahn, Dinge, die oft vor der Haustür wachsen, die uns bei der Entgiftung helfen und uns helfen, mit dieser Zeit zu leben. Und trotzdem suchen wir immer Wege, immer wieder dichter zur Erde zurückzukommen. Dagegen verstoßen natürlich die Interessen der Großindustrie. Ja. Das ist jetzt ein Dilemma, in dem wir stecken und wo wir selber halt nur auf kleinem Weg mit kleinen Schritten dann doch das Richtige auch bewirken können. Und ansonsten gilt es, wach machen und eine Aufmerksamkeit zu schaffen für die Situation, in der wir sind, weil sie klingt schlicht und ergreifend gefährlich. Ja. Dietrich, ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch. Ich bin sehr beneidet worden von befreundeten Ärzten, dass ich das führen darf mit dir. Und ich wünsche dir ganz viele Kollegen, die sozusagen sich von dir auch schulen lassen. Du gibst ja ganz viele Seminare und Workshops und bist unterwegs. Und danke für das Gespräch. Ich danke dir, Silke. Thank you.